What's the best choice? Chicago Bulls. Chicago Bulls. Ja, this is the best. Chicago Bull. Ja, ja, ja. Kannst du mal sagen, wie du gesagt hast? Chicago Bull. Wie soll ich so wissen, Bruder? Chicago Bull, okay. Meine Lieben, Mann, schön, dass ihr am Start seid. Ach, scheiße, jetzt muss ich erstmal aufessen. Ich muss direkt, weil das Feeling gerade stimmt, ich muss das Intro hier aufnehmen. Ich bin wieder bei Urban Ranch. Dieser Burger ist in aller Munde. Er ist überall in aller Munde, weil alle hierher kommen und ihn testen, weil er für ein Genuss steht. Ich gestehe ein, ich habe ihn schon mal getestet und ich habe ihn unfair bewertet. Ihr erfahrt im Video warum, das erzählt ihr euch dann. Man darf den Burger noch nicht einblenden, Film mehr und du musst verpixeln. Nein, egal. Ihr sollt erfahren warum, zieht euch das Video rein und denkt an den Daumen oben und an das Kommentar. Denn diese Mission darf niemals enden. Habe ich recht, Ahmed? Ist so. Ja, Mann, let's go, wir gehen los zum Burger. Wir sind am Start hier, Mann. Das ist ein riesen Einkaufscenter hier. Wir werden jetzt hier durch die Katakomben, werden wir durchgeleitet. Erstes Obergeschoss müssen wir. Und jetzt werden wir uns langsam auf den nicht gefahrlosen... Nein. Ich bin so verwirrt. Ich habe nur 4 Stunden geschlafen. Wir müssen uns auf den holperlichen Weg, Mann. Wie heißt denn das jetzt nochmal, Ahmed? Den steinigen Pfad zu Urban Ranch, wenn wir uns jetzt machen. Oh. Sind wir falsch? Ja, das ist ein gutes Schuss. Ach, scheiße, wir sind falsch, Mann. Denkt dran, Leute, ich vergib natürlich einen Gutschein. Aus allen Kommentaren suche ich mir irgendwas raus, pin das an, 50 Euro Gutschein. Und eine Sache müssen wir nochmal den Zuschauern mitgeben, Ahmed. Was müssen wir noch machen bei diesem Video? Daumen hoch, Glocke aktivieren, abonnieren. Weil ganz viele Leute abonnieren nicht, die gucken immer nur die Videos auf, voll ehrenlos. Glühen lassen, Leute, glühen. Ich vertraue auf euch. Wir müssen das Video viral gehen lassen. Ranch ist direkt am Start. Es ist nicht mal 10 um 10 öffnet der, wir sind schon am Start. Ahmed, zeig uns mal hier ein paar Szenen von der Halle einmal, wie das hier aussieht. Puff. Ich schwör's euch, manche Ausdrücke hasse ich immer, wenn Leute bestimmte Sachen sagen. Dann mache ich mich darüber lustig und baue das in meinen Wortgebrauch ein. Moin Chef, dieses Wort zum Beispiel. Chef oder mein Lieber, habe ich früher mal gehasst, jetzt sage ich auch immer. Sag mal mein Lieber, ich habe gestern angerufen, ne? Ich komme mit Kamera. Ist hier bald alles startklar? Sag mal ehrlich, wie fühlt sich das an, wenn ich mein Lieber sag zu dir? Ach, nur Englisch. My liver. My English is very good. What's the best burger? What's the best choice? Chicago Bull. Chicago Bull. Ja, ja, ja. Kannst du mal sagen, wie du gesagt hast? Chicago Bull. Wie soll ich so wissen, Bruder? Chicago Bull, okay. Ahmed, mach die Ansage nochmal an Film, Johann. Bisschen Zeitlupe rein, dann werden die Bilder auch dynamisch. Ja, Mann. Dynamische Aufnahmen, sagt Ahmed, Film, Johann. Mein Cutter als Film, Johann. Ich fühle das jetzt nicht nur noch Film, Johann zu nennen, Film, Johann. Hätte ich hier meinen eigenen Laden, ich würde jeden Morgen hier stehen. Genau so. Ich würde so ein bisschen nach Kundenausschau halten. Ich würde erstmal die Lage überblicken, würde schauen, wie wird der Tag laufen, würde visualisieren. Weißt du, was ich meine? Der Name über dem Laden passt zu dir. Ja. Lebe jeden Tag als feste Letzte. Sei dankbar für jeden Tag. Und so würde ich hier stehen. Bam. So, wir toben uns jetzt nochmal hier richtig aus hinten einmal. So, Leute, hier nochmal von mir auch. Klein, aber bescheiden. Die wirbeln hier richtig. Wenn hier viel los ist, auf 2 Quadratmetern, das muss alles wie ein Zahnrad ineinander greifen. Leute, wisst ihr, woran ich am meisten merke, dass ich wenig Schlaf habe? Ich krieg unkontrolliert, wirklich komplett unkontrolliert. Immer zwischendurch einfach so ein halb... Einfach völlig unkontrolliert, Mann. Wir nehmen 2 sogar. 2 Chicago Bull nehmen wir. Kannst du es für die Kamera nochmal sagen? 2 Chicago Bull. Er wollte nicht. Ich liebe, wie er redet. Er hat mich durchschaut. Schönen fettigen Burger zum Frühstück. Das ist die Wahrheit. Glaub mir, kommt mir nicht mit Nutella Brot zum Frühstück. Kannst du wieder einpacken. Schön fettiges, deftiges Essen zum Frühstück. Das ist was, wo du mich kriegen kannst mit. Wir werden jetzt einen schönen Burger fetzen, Mann. Film, Johann, gib uns die Aufnahmen. Du bist auch gerne hier bestimmt, ne? Ja, jeden Tag. Jeden Tag, ne? Irgendwann wirst du fett werden, glaub mir. Jetzt ist egal, weil du noch jung bist, aber irgendwann wirst du fett werden davon. Da muss ich aufpassen. Ja, ne? Wir kriegen Smashburger, Leute. Smashburger, schön gesmashed. Ich kann mich letztes Mal erinnern, ganz kranke Röstaromen drin.
Guck genau aufs Brot. Kenner gucken sich das an, ich schwör's euch, ihr seht diese feine, weiche Struktur. Die findet sich im Biss wieder. Das sage ich 100%, obwohl ich nicht mehr weiß vom letzten Mal, wie der schmeckt. Ich brauch den nicht mal anfassen, nicht mal schmecken. Ich weiß, wie der sich anfühlt, zumindest vom Mundgefühl. Sage ich euch so, wie es ist. Das sieht unnormal aus. Wäre das pure Rüstung, pure Rüstung. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar schon einmal bei Goldies auch schon einen Burger gegessen, wo zu viel Rüstung war. Es darf nicht zu dünn sein. So, und das, ich bin mir ganz sicher, das wird absolut reinschallern. Also optisch alles, was ein Burger braucht. Dieser glänzende Bun, dieses absolut geröstete Fleisch, dieser Käse, diese karamellisierten Zwiebeln. Optisch kannst du es eigentlich nicht besser machen, Mann. Absolut top. Es ist eine Wucht. Es ist eine absolute Wucht. Guckt euch das hier an. Das wird Rinderschinken sein, ne? Ja. Ahmed? Dieses glänzende Bun. Da wurde, das habe ich letztes Mal auch gemerkt, ein bisschen, finde ich, McDonald's-Vibes. Auch von der Soße tatsächlich. Was ich geil finde, ne? Ich habe früher gerne bei McDonald's gegessen. Ich esse aus anderen Gründen da nicht mehr. Leute, bevor man reinbeißt schon, das kommt in den Mund rein, Mann. Diese Röstaromen, alles steigt dir in den Mund, das ist krank. Leichter Pfeffer, diese Röstung vom Fleisch. Es ist nicht zu viel, es ist perfekt. Es ist weich. Für mich ganz wichtig, Homemade-Burger sind oft, wenn ich das mache, ich habe es vielleicht aber auch nicht drauf, komm aber ins Game rein, da macht man oft zu hart. Wir beißen so rein, das vergeht im Mund. An alle, die auch Bacon, so Schwein mögen, nicht mit mir, sagt sich der Burger. Da muss der Rinderschinken drauf. Das sind dir 1000 Komponenten, die Spaß bringen. Du hast den Sesam hier oben drauf. Und das bei jedem Biss ein geiles Erlebnis, wirklich ein Erlebnis. Also, ich achte immer drauf bei den Touren, dass ich nicht zu viel esse, dass ich immer Appetit habe, Bock was zu essen. Und hier bei dem habe ich mich letztes Mal ein bisschen überschätzt einmal. Ich gestehe es ein, ich habe mich leicht überschätzt. Ich habe zu viel gegessen und ihn wirklich, ich habe ihn unfair bewertet. Der ist mehr wert als meine letzte Bewertung. So Leute, ich habe jetzt genügend nachgedacht und wir brauchen eine Entscheidung für das Deutschland-Ranking. Da werde ich dieses Video in einem Folgevideo mit einblenden lassen. Wenn ihr sagt, ihr habt Bock drauf, schreibt es in die Kommentare, weil ich habe mega Bock drauf. Weil das hier ist für mich, ich sage es euch, eine 9 von 10. Diese Röstung vom Fleisch, Mann, die dir schon in den Mund steigt, wenn du es, bevor du das habe ich noch einmal rausgezogen, den Burger, und dann wieder rein, das ist krank, Mann. Den habe ich wirklich das letzte Mal unfair bewertet. Ich rede jetzt vom Chicago Bull doppelt Fleisch. Natürlich kann der Burger letztes Mal auch anders gemacht worden sein. Ich glaube, ich habe auch nicht doppelt Fleisch gehabt und, ne? Aber das ist Endgegner, das ist für mich auch eine 9 von 10. Nicht schlechter als die Top 2 bisher in Deutschland. Das ist auch für mich die Nummer 1. Und ich werde aus den dreien jetzt einmal eine neue Bewertung ziehen. Der hier steht mit der 9. Den anderen beiden werde ich nochmal testen. Vielleicht, Ahmed, schaffen wir morgen. Wir kommen da fast vorbei. Ach scheiße, eigentlich müssen wir. Nein, ich werde ein Video draus machen. Nochmal die besten 3 Burger Deutschlands testen und die Entscheidung treffen. Ich muss dir eins sagen, ne? Als ich dich gesehen habe, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, scheiße, ich brauche hier den, der den besten Burger für mich macht. Der Griller hier. Du hast es so drauf gehabt, Mann. Diese Röster rum. Krank. Ich habe dir 9 von 10 Punkte. Das ist Platz 1 von mir in Deutschland. Mit 2 anderen habe ich gegeben. Den hast du ja, so heftig gemacht. Da war ich skeptisch, ne? Du auch? Er wusste genau, was er tut. Richtig gut, Digi. Dafür dicker Kuss. Ne? Freut mich. Ja, werde ich eingeladen heute oder was? Heute? Ich will leider nicht stehen haben. Scheiße, Mann. So sieht mein Alltag aus. Das ist mein Leben, Leute. Das ist mein Leben, ey. So, jetzt kam ein anderer Kollege nochmal. Wir werden doch eingeladen. Ja, Mann, jetzt kommt der Chef nochmal. Sagte nur zu ihm gestern, ich komme vielleicht, jetzt wollte nur einmal mit uns schnacken. Da ist er. Ach, da ist Apache. Geil, Mann, ich wusste gar nicht, dass du der Chef bist. Nur einmal kurz Hallo für die Kamera und nochmal grüß dich, Digi. Grüß dich. Alles gut, ja, bei dir? Ja, ich habe schon gesagt, ich habe dich letztes Mal unfair bewertet, ich habe zu viel gegessen. Ich habe dich heute auf die 1 in Deutschland mit 2 anderen Bürgern gestellt. Also du bist Platz 1 jetzt aktuell. Okay. Aber die anderen beiden werde ich noch zusätzlich testen. Also ich mache jetzt ein Dreierentscheid, ein Burger-Finale sozusagen. Okay. Und du bist mit dem Finale. Okay, das freut mich jetzt. Ja, ich wollte dir so einen Remix-Burger machen. Ich dachte, scheiße, heute kommt vielleicht ein bisschen später. War, glaube ich, die beste Entscheidung. Ja, das war gut. Du bist die 1. Besser kann es nicht werden, Mann. Okay, besser kann es nicht werden. Das freut mich unheimlich. Ja, Kuss. Leute, das ist ein 9 von 10. Den müsst ihr fetzen, Mann. Ich habe alles vor uns im Burger gesagt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Die Entscheidung gibt es in den Folgewochen. Haut mir dafür den Daumen oben unbedingt hoch. Und haut es auch nochmal in die Kommentare rein, wenn ihr es sehen wollt. Wenn es euch nicht bockt, haut es auch rein. Aber das glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute.